Wir haben über verschiedene Elemente in der letzten Übung, in dem letzten Tutorial miteinander gesprochen. Da ging es darum, die Farberkennung nochmal klar zu machen. Es ging darum, dass wir hier entsprechende Views haben, dass wir diese Views mit einem Doppelklick öffnen können, dass wir darüber einen entsprechenden Blick auf die Beziehungen zwischen Courses und Effects bekommen. Jetzt soll es in einer kurzen Übung darum gehen, wie ich jetzt aus einer View einen entsprechenden Excel-Export erzeuge. Dazu muss natürlich die View geschlossen werden und wir gehen über die Funktion Extras in den sogenannten Export und dann erzeugen wir sogenannte Course-Effekt-Blätter. Wenn der dazugehörende Dialog gestartet wird, dann sehen Sie hier schon bereits die ausgewählte Excel-Vorlage. Diese ausgewählte Excel-Vorlage habe ich dem Demo-Daten von der Logi-CED-Installation entnommen und habe hier ein sogenanntes Excel-Formular verwendet, das e-log Excel KSD-Formular CE und wähle das an dieser Stelle aus. In einem nächsten Step lege ich jetzt fest, wo soll denn die zugehörige Excel in Exportdatei hinein oder hin erzeugt werden. Auch hier zum Beispiel eine Datei, die test.xls, und wenn ich die speichere, da sie bereits existiert, wird sie zu einem späteren Zeitpunkt überschrieben. In den Demo-Daten gibt es hier die Möglichkeit, bereits vorhandene Setting-Parameter zu laden. Diese Setting-Parameter werden in der Logi-CE-Datenbank abgespeichert und über die Koordinaten, die wir uns jetzt ein wenig ansehen werden, sehen Sie dann, wie der Export funktioniert. Wir haben in einer CED-Datenbank den Projektnamen, die Projektnummer und andere globale Informationen. Und hier sehen Sie die Koordinate der Zelle, in die dann diese entsprechende Information hineingeneriert wird. Auf dem nächsten Register sehen Sie die Ausgabe, welche Elemente nun für einen Course und welche Elemente für einen Effekt in das entsprechende Formular hineingeneriert werden. Sie sehen hier die vielfältigen Möglichkeiten, was alles ausgegeben werden kann. Auch das werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt noch im Detail ansehen. Hier können Sie jetzt die zugehörige View auswählen, die Sie exportieren möchten. Und Sie sehen hier, und das muss man sich dann entsprechend in einem Formular anschauen, wie viele Courses sind in einer Mappe möglich und wie viele Effekte sind in einer Mappe möglich. Auch diese Informationen werden wir in einer späteren Übung miteinander genauer beleuchten. Jetzt wähle ich die entsprechende View aus und habe dann die Möglichkeit, den entsprechenden Export zu starten. Hier sehen Sie den Export. Ich habe das Fenster etwas nach oben geschoben. Und ich werde aufgefordert, hier zu bestätigen, dass die Datei direkt existiert. Dann sage ich ja. Und über diese Funktion erzeugt jetzt Logi-CED im Hintergrund die Dokumentation, das heißt diesen Excel-Export. Und dann kann ich mir in Excel zum Beispiel diesen Export sofort angucken. Der Export ist jetzt entsprechend generiert. Und über die Funktion Open, die wir hier oben entsprechend auswählen können, wird jetzt die zugehörige Excel-Datei direkt geöffnet. Sie müssen also nicht Excel starten und eine Datei auswählen, sondern Logi-CED kann Ihnen sofort die entsprechende Datei öffnen. Und wenn Sie jetzt auf All Course und All Effect gehen, dann sehen Sie hier, das ist die Vorlagendatei. Hier ist ein entsprechendes Logo eingetragen. Hier sehen Sie die globalen Felder, von denen ich eben gesprochen habe. Sie sehen hier den Aufbau von links nach rechts für die Courses. Das heißt, das Feld der Input Numbers, der Nodes, des Signalnamens für den Course, die PNID Number, das Voting, der Z-Level, der AIL-Level, eine Gruppeninformationen. Hier die Revision, die dann für den Course und für den Effekt jeweils hier ausgegeben wird. Und natürlich die Informationen für den Effekt. Das heißt, von oben nach unten die Output Number, die Nodes, die PNID Number und der Signalnamen für den Effekt. Wenn wir ganz nach rechts gehen,
Dann sehen Sie hier in diesem Formular sind noch weitere Informationen vorhanden. Zum einen sehen Sie hier oben die Issue Number, das ist die Revisionsnummer. Sie sehen hier die Job Number und den Job Code. Und hier sehen Sie das Feld, von dem ich in einer Übung bereits gesprochen habe, nämlich hier werden die Notes ausgegeben. Das heißt, die Notes, die auf dieser Mappe verwendet werden. Hier tauchen nicht immer alle Notes auf, sondern wirklich immer nur die, die auf dieser Mappe verwendet werden. Diesen Table of Contents, den können Sie jetzt in beliebige Tabellen für die Aufarbeitung des Inhaltsverzeichnisses verwenden. Hier gibt es eine Mappe mit dem Namen All Cause und Effect. In der Demo-Version reicht natürlich eine Mappe in Excel. Und wenn Sie jetzt größere Mappen, also umfangreichere Cause-Effects entsprechend generieren, dann werden natürlich hier unten mehrere Mappen erzeugt. Und das Umbrechen zwischen den Mappen wird natürlich in Cause-Effect in Abhängigkeit von der Anzahl der Courses und der Anzahl Effects auf einem Blatt automatisch gesteuert. Da sind vielfältige Möglichkeiten vorhanden, da sind vielfältige Einstellungen vorhanden. Da ist es manchmal das Einfachste, dass man ein wenig probiert. Und es kann ja vom Grundsatz her nichts passieren. Das, was maximal dann passieren kann, ist, dass ein Course oder ein Effekt oder irgendeine Add-on-Information einfach an der falschen Stelle geht oder einfach an der falschen Stelle steht. Und dann muss man diesen Parameter verändern und bekommt automatisch einen neuen Excel-Export. Logic.CAD kann eben nicht drucken, sondern in Absprache mit allen unseren Anwendern haben wir uns damals dazu entschlossen, dass wir auf einen Druckertreiber im herkömmlichen Sinne verzichten, sondern dass die gesamten Daten, die für von Course Effect produziert werden, in ein Excel-Feld oder in eine Excel-Datei hineingeneriert werden, weil Ihre Kunden normalerweise ohnehin Excel-Dateien von Ihnen verlangen. Das war ein kurzer Abriss über das Erzeugen einer View und das Exportieren der Daten in ein Excel-Sheet. Und in den folgenden Übungen werden wir uns die einzelnen Elemente dann wiederum etwas genauer ansehen.